Du willst Videos über die Mondlandelüge, 9-11, erfundene Dinosaurier, Geoengineering, HAARP, Chemtrails, alternative Heilmedizin, freie Energie, Bilderberger, die NWO, Transgender-Männer in der Politik und im Film, die Impflüge, vergiftete Nahrungsmittel, den großen Finanzcrash, die Hintergründe des Asylantenansturms, die flache Erde, False-Flag-Attentate, dem Geldsystem, die Zionisten, den Jesuitenpapst, die Geheimnisse der Cheops-Pyramide, Black Goo, den kausalen mechanischen Auswirkungen des Magnetfeldbeschleunigers in der Schwerelosigkeit und deren Korrelation auf den CO2-Gehalt in der Südmongolei und was das mit der Knieprothese deiner Oma zu tun hat, der kann das einfach hier bei YouTube eingeben und sich bis in die nächste Steinzeit informieren. Doch wer ins Handeln kommen möchte, der hat Lust auf ein Autarkdorf. Film ab. Ein Weg nach draußen und wie wir ihn beschreiten könnten. Stufe 1, die Finanzierung. Jedem dürfte klar sein, dass das die schwierigste Stufe ist, weil es höchstwahrscheinlich niemanden da draußen geben wird, der so ein Projekt mal eben mit ein paar hunderttausend Euro unterstützen wird. Aber Kleinvieh macht auch Mist, deshalb wird jeder Einzelne ein Teil der Finanzierung werden. Das meint, jeder schaut in seinem Klingelbeutel nach, was er bereit ist zu geben für so ein Gemeinschaftsprojekt und nimmt von dieser Summe ca. 50-80% und besorgt sich Feingold in Barren und vom Rest Feinsilbermünzen in kleinen Stückelungen, das heißt nicht größer als eine Unze, das sind 31,1047 Gramm pro Münze. Hier sind die australischen, amerikanischen und kanadischen Varianten die preiswertesten. Die österreichische Variante wird nicht differenzbesteuert und ist 19% teurer. Willkommen bei TTIP. Warum Gold und Silber? Das Internet ist voll von Beiträgen über das unfaire und betrügerische Geldsystem. Auch auf diesem Kanal findest du Videos darüber, wie Bankster die Menschheit ausrauben und deine Ersparnisse weginflationieren. Gold und Silber sind die wohl am stärksten nach unten manipulierten Werteerhaltungsgegenstände und deshalb sehr günstig abzuholen. Sollte die Hyperinflation ausbrechen oder Amerika ihren kranken Goldtrick anwenden oder die Systeme zusammenbrechen, könnte das gelbe Metall von heute auf morgen das Fünffache an Wert gewinnen und allein dadurch hättest du schon dein Erspartes, wenn du 20% umschichtest, erhalten. Das Gold symbolisiert dabei deinen gekauften Boden und das Silber dein Haus. Das Bargeld steht für all die anderen Verpflichtungen wie Dinge besorgen, die du beim autarken Wohnen brauchst, wie Gartenwerkzeug, Wohnung malern beim Auszug, den Umzug, aber auch da finden sich Wege wie gute Vernetzung mit Autos und Transportern. Rechnet auch die Kautionen eurer Wohnungen mit ein. Und wer sagt, ich habe keine Lust mehr auf dieses Projekt, kann sofort in den Laden gehen und sich seine Metalle in Copyright bedruckte Baumwollfetzen zurücktauschen. Wenn du Bezieher von Arbeitslosengeld bist, mach dir keine Sorgen. Auch ich habe in dieser Phase gesteckt und konnte jeden Monat ein paar Euro beiseite legen, nicht viel, aber es ging. Schau, was du alles im Keller und auf den Dachboden findest. Von dem du sagst, das brauche ich nicht mehr, das kann ich auf eBay oder Amazon verkaufen, schon kannst du dir ein paar Gramm Gold und Silber besorgen, aber bitte nicht im Internet. Das muss anonym bleiben. Läden dafür findest du in jeder größeren Stadt. Und damit nicht gleich alle in falsch verstandener Euphorie aufgehen. Es ist nicht sehr schlau, sich in diesen Zeiten ein Stück Land zu kaufen, da der Markt total überhitzt ist. Deshalb plädiere ich auch erstmal für Gold und Silber, denn wenn die Immobilienblase platzt, und das wird sie, denn alle Spekulationsblasen zerplatzen irgendwann, wird Land und Boden zu Ramschpreisen zu haben sein. Es sei denn, wir finden ein absolutes Schnäppchen, dann kommt natürlich unsere Stunde. Eine 237 Quadratmeter Wohnung für fast 5 Millionen Euro anzupreisen ist, egal in welcher Stadt sie steht, einfach nur verrückt und bar jeder Vernunft. Auch muss niemand seine Bestände in einem Zentralregister abgeben, sondern jeder soll es bei sich im Garten vergraben. Stufe 2, der Faktor Mensch. Fast 90% aller Autarkdörfer verschwinden wieder in der ewigen Versenkung, weil die Menschen zu gleich waren. Nur ältere Männer oder nur junge Weiber, zu wenig Leute mit Sachkenntnissen, zu viel IT-Fachangestellte oder Häuptlinge und zu wenig Indianer. Und das Ganze geht in die Hose. Hier ist es absolut wichtig, sich eine freie Gesellschaft 2.0 zu erstellen. Das heißt, darauf zu achten, dass wirklich aus allen Bereichen Menschen zusammenkommen. Sonst wird es auch schnell langweilig. Die Frage sollte man sich abkapseln oder nicht, erstmal auf gar keinen Fall. Da es total naiv und verrückt wäre zu glauben, dass man sich sofort binnen 3 Monaten völlig unabhängig von den schon bestehenden Strukturen machen kann. Und vielleicht eröffnen wir ein kleines Hotel mit Krämerlädchen für Gäste, die für ein paar Euro dort nächtigen und Naturprodukte kaufen können und damit die Luxusgüter wie Zigaretten und Alkohol mitfinanzieren. Wer es denn braucht. Wir werden, wenn der ein oder andere das möchte, natürlich auch mal eine Skype-Konferenz abhalten, wo wir uns alle mal kennenlernen dürfen und die Trolle die Chance bekommen, alles madig zu reden und herumzustänkern. Sei Mensch und mach dich unabhängig.
bei Discord und bei Skype unter Die Wahrheit ist in dir. Industrie 4.0 und warum 80% ihre Jobs verlieren werden. In wenigen Jahren schon werden Drohnen durch die Luft fliegen und dein Paket aus dem Onlinehandel zu dir auf den Balkon oder bis in die Wohnstube bringen. Den Beruf Paketzusteller wird es nicht mehr, genauso wie den typischen Lebensmitteldiscounter geben. Dein Smart-Kühlschrank wird über eine Schnittstelle zwischen Kryptowährungskonto, den Lebensmittelhändler im Internet und einem algorithmusgesteuerten Programm in der Cloud, welches deine gustatorischen Bedürfnisse besser versteht als die Menschen, die dich gut kennen und ohne dein Zutun sich völlig selbstständig über deine Kühlschranksoftware verbinden und deinen weißen Küchenfreund mit Gentomaten zu Tode pasteurisierter Milch und Billigbier befüllen. Und solltest du doch mal ein Problem mit einem Produkt haben und den Kundenservice eines global agierenden Unternehmens anrufen wollen, sprichst du mit Elisa, einer voll elektronischen, zum Verwechseln ähnlichen Roboterstimme. Dem elektronischen, leistungsbasierten, intelligenten Smart Agent. Nie wieder Wartezeiten, nie wieder unterbezahlte, mufflige Telefonagenten. Bei Amazon, der Post, jedem Logistiker und allen anderen Warendienstleistern wird es GPS-gesteuerte Roboter geben, die alles in Lichtgeschwindigkeit aus dem Regal zaubern und sie der Drohne an die Kufen packen und sie zum Losfliegen bewegen. Taxis, Flugzeuge, LKWs, Containerschiffe, Züge, U- und S-Bahnen, Reise- und Stadtbusse werden bald von Robotern geführt und gelenkt. Und jetzt die Frage an dich: Wo sind da die Menschen, die heute noch Jobs haben in all diesen Bereichen? Die Antwort ist eine ganz einfache: Man braucht sie nicht mehr. 80% aller Berufe werden in den nächsten Jahren und Jahrzehnten wegfallen. Deshalb machen wir uns lieber heute statt morgen unabhängig und gehen zurück aufs Land. Stufe 3: Die Vernetzung. Sollte die Internetseite stehen und die Menschen sich anmelden können, geht es gleich zur nächsten Frage: Wer will mit wem wohin? Die größere Idee dahinter ist ja, dass Menschen, die vielleicht schon ein Autarkdorf oder einen Bauernhof haben, sich vernetzen können und sagen: Ja, das finden wir gut und natürlich suchen wir immer Leute, denn machen wir uns nichts vor, gerade die Stadtkinder müssten bei so einem Projekt völlig neu laufen lernen und sprechen lernen und alles von der Pike auf neu erarbeiten. Aber das finde ich spannender und deshalb möchte ich gerne selber ein Teil dieser Idee werden, bei der keiner das Gefühl bekommt, er müsste sich bei einer schon bestehenden Gruppe und Hierarchie unterwerfen. Aber da man das auch vorher nie zu 100% sagen kann, wie es einmal wird, ist der Traum von einer generellen Vernetzung für die größtmögliche Unterstützung auch schon bestehender Strukturen sehr wichtig. Und wenn nicht mit Menschenkraft, kann man ja vielleicht wenigstens sein Wissen miteinander teilen. Stufe 4: Die Struktur. Die Idee der Struktur ist erstmal eine ganz einfache. Wir könnten einen Verein gründen, der in bestimmten Teilen agieren kann wie eine Genossenschaft. Das heißt, es wird eine Kasse eröffnet, erinnert euch an das Gold und an das Silber, deren Inhalt und Bestand dafür benutzt wird, um den Boden zu kaufen und darauf zu achten, dass man natürlich auch das Grundstück erweitern kann. Die Vorteile liegen natürlich klar auf der Hand. Einzelnen Menschen könnte das System bei Problemen immer etwas wegnehmen. Wenn aber das Haus und der Boden einem Verein gehören, für den du Miete zahlst, kann man es dir nicht wegnehmen, da es ja dem Verein gehört, in dem du Mitglied bist. Aber dazu bald mehr. Sagen wir, eine symbolische Miete für vielleicht eine Unze Silber, damit von diesem Geld das Grundstück erweitert werden kann und neue Häuser gebaut werden können. Die zweite Kasse ist dazu da, um mit dem Silber die Baracken, Wohnwagen und Baustoffe zu besorgen. Vielleicht hat der eine oder andere schon ein Wohnmobil oder Wagen. Vielleicht will eine Baufirma ihren alten Hänger verschenken, der abgetakelt und neu aufgebaut werden kann für eine Übergangszeit, in der noch nicht alles steht. Es kann sich eine Arbeitsgruppe bilden, die Europaletten, alte Fenster, Türen, Holzbalken und andere Baustoffe sucht. In meiner Stadt steht sowas tonnenweise auf der Straße rum. Da muss nur einer mit der Pritsche ankommen und das Ganze mitnehmen. Sparen, wo man nur kann. Im zweiten Teil der vierten Stufe sollte natürlich die Gemeinde reorganisiert werden, aber alles Schritt für Schritt. Das kann man nicht mal eben kurz erklären. Aber sollte dieser Schritt geschafft sein, kann erstmal aufgeatmet werden, denn dann gibt es viel zu tun, um die Gemeinde zu stärken. Seien wir Menschen und machen uns unabhängig.
Ich denke, ich spreche hier für viele, wenn ich sage, es ist eine kalte und unbarmherzige Zeit für die Menschen, die schon aufgewacht sind und sich den völlig entkräftenden Alltag hingeben müssen. Jeden Tag sich zur Arbeit schleppen und sich für den Mindestlohn ausbeuten lassen und schauen sie auf den Weg dahin und zurück in den öffentlichen Verkehrsmitteln in die Gesichter der anderen. Diese sprechen Bände. Dann kommst du nach Hause, machst deinen Rechner an und durchschaust das Netz nach neuen brauchbaren Informationen, die dich vielleicht mal in eine schönere Welt katapultieren, aber Fehlanzeige. Es gibt einfach keine neuen Themen mehr. Bei Nuoviso siehst du den 67. Beitrag über alternative Heilmethodiken, bei MM News geht jeden Tag die Welt unter und bei den deutschen Wirtschaftsnachrichten beginnt jede dritte Überschrift mit den Worten von ihren Steuergeldern. Hagen Grell findet die flache Erde blöd, Oliver Janich findet den Zins geil und Wolfgang Eggert fläzt angetrunken auf seiner 70er-Jahre-Couch und spricht über den deutschstämmigen US-Präsidentendarsteller Trump, als hätte dieser wirklich was zu melden. Robert Stein muss sich für die nächsten 3 Jahre in einer Reisschale in China verstecken, weil er es gewagt hat, bei einem Lizenzsender propagandistische Straßenumfragen durchzuführen, für die ihn die Hälfte der alternativen Medien am liebsten den Hals umdrehen würde. Wenn du Glück hast, ziehst du dir ein Video der vulgären Analyse rein, lachst dich schlapp und vergisst, dass Helga Zeppler-Rouge in ihrem neuesten Podcast nur 4-mal das geflügelte Wort thermonuklearen Krieg benutzt hat und der Honigmann sich ganz sicher ist, dass etwas ganz Furchtbares in den nächsten Tagen passieren wird. Aber alles führt dich nicht zur Wahrheit und bringt dich auch nicht auf einen richtigen Pfad. Deshalb weiter mit der Stufe 5, die Organisation, aus meiner DSDS-Variante Deutschland sucht den Superunabhängigen. Die Aufgabe der Organisation ist stark verknüpft mit dem Faktor Mensch. Es ist natürlich ein gesunder Grundgedanke, sich selber zu fragen, wie man dort in der Natur leben möchte. Bevorzuge ich eher die Abgeschiedenheit oder möchte ich immer noch Action um mich herum haben? Will ich trotzdem noch 3-mal im Jahr mit dem Billigflieger nach Asien fliegen, um dort 2 Wochen in der Sonne zu brutzeln? Oder helfe ich jede freie Minute meines Daseins aus, um Obst anzubauen und sich um die Tiere zu kümmern? Die organisatorische Hauptfrage ist aber erstmal eine ziemlich pragmatische. Was und wen brauchen wir alles zum autarken Leben? Hier ist ganz klar der Gärtner, der Tischler, der Elektriker, der Landwirt und alle anderen Handwerker und sich dazu Berufenden gefragt. Friseure, Köche und Menschen mit einem großen Herzen. Da ich ein absoluter Fan von logischer, natürlicher, preiswerter und harmonischer Planung, das meint departübergreifende Kommunikation bin, sollten wir die Organisation in mehrere Abschnitte aufteilen. Das heißt, in der Erbauungsphase der Hütten, Baracken und Häuser brauchen wir eine Infrastruktur wie auf dem Bau. Das heißt Toiletten, Leute, die sich um die Verpflegung kümmern, Leute, die sofort sagen, oh, wir brauchen noch das, ich fahre sofort in die Stadt und hole das. In der Organisation ist auch die Planung der Häuser im Allgemeinen gemeint. Da sind 3 Leute, die gehen gerne spät ins Bett und da sind 3 Leute, die gehen gerne früher schlafen, dann wäre es nicht sehr ratsam, alles durcheinander zu wirbeln, damit die einzelnen Gruppen sich gegenseitig nicht stören. Klar, das weiß man alles vorher nicht, aber vielleicht sollte man es wenigstens so gut wie möglich probieren. Organisation meint auch, wie können wir trotzdem noch Geld aus dem System schöpfen, um Dinge zu kaufen, die wir fast unmöglich selbst herstellen können. Also einen Markt, wo wir unsere selbstgebauten Dinge verkaufen, ein Restaurant, wo wir Gäste verköstigen, Räume für Seminare anbieten und so weiter. Auch ist es wahrscheinlich keine gute Idee, eine Disco oder ein Gemeinschaftshaus, wo sich Leute zum Reden und zum Feiern treffen, dorthin zu stellen, wo Familien mit Kindern schlafen und wohnen wollen. Alles muss deshalb harmonisch, logisch und im Einklang mit der Natur gebaut und organisiert werden. Stufe 6, die Vorbereitungen. Jeder kann schon mal ein paar Dinge tun, noch bevor irgendetwas unterschrieben wurde. Damit meine ich zum Beispiel sich Samen besorgen für den Anbau von Obst und Gemüse, trocken lagern und am besten einfrieren bei minus 18 Grad. Ich habe schon darüber gesprochen, seine unnützen Dinge im Internet oder einem Flohmarkt eures Vertrauens zu verkaufen, damit man a. nicht so viel mitschleppen muss und b. schon mal ein paar Euros hat für sein Grundstück. Informiert euch sehr genau über euren Status in der Treuhandverwaltungsstruktur der BRID. Ich werde bald auf einer Menschenverbindungsplattform über die Geschichte Deutschlands von kurz vor dem Ersten Weltkrieg bis heute reden, damit einfach auch mal allen klar wird, warum heute fast ein jeder einen Personalausweis mit sich herumträgt und man vor Gericht als Sache angesprochen wird. Das ist auch bestimmt ganz interessant für Leute, die jetzt erstmal nicht unbedingt sich aufs Land flüchten wollen. Weil es ist klar wie Kloßbrühe. Wenn wir einen auf unabhängig machen, aber noch der Treuhand unterstehen, dürfen wir uns nicht wundern, wenn der kostümierte Sportverein mit der Wortschutzmarke Polizei kommt und uns allen die Tür eintritt. Ich habe im Sternenkrieg-Video einen Link eingepflegt, der dich zu 178 Seiten Geschichtsunterricht führt. Ein jeder ist hier angehalten, wenigstens die ersten 130 Seiten mal zu überfliegen. Ladet euch eine Patientenverfügung herunter und sucht euch Vertraute, die das mit euch unterschreiben im Falle eines Übergriffes. Dort könnt ihr auch eintragen, ob ihr Organe spenden wollt, euch impfen lassen möchtet oder ob ihr Bock auf eine Senfgas, sprich Chemotherapie habt. Redet bei Discord oder Skype miteinander, was sinnvoll wäre oder nicht. Dazu sind diese Plattformen da. Seien wir Mensch und machen uns unabhängig.